Du. Du, du? Du, du. Ja, so viel. Du. Danke. Und du. Und vor allem du werden jetzt dabei sein bei unserem allerersten PC-Take. Eine unfassbare Thematik erschüttert heute diese Sendung. Und zwar hat Blizzard tatsächlich einen Online-Store eröffnet, könnte man das so sagen. Genau. Und wir haben leider nicht so viel Zeit und haben noch was ganz Großes vor, was ich jetzt schon gerne ankündigen würde, damit ihr bereit seid. Wir werden nachher, beziehungsweise vielleicht schaffen wir es gleich noch, ich glaube aber weniger, wenigstens im zweiten Take, Baal umhauen. Und zwar auf Hölle. Ich glaube, die Leute, die wissen, worum es geht, haben es verstanden. Für Hölle, alle anderen, wir gehen ins Battle.net. Diablo 2, das haben wir noch nie gemacht, glaube ich. Und werden versuchen, direkt mal gemacht und sind jetzt in Diablo 2. Wir haben es gerade angekündigt. Wir werden mal versuchen, loszulegen. Hier ein paar schöne Charaktere. Level 91 Zauberin. Hier die gute Divine July wird jetzt mal ausgewählt. Und... Oh Mann, wie oft ich... Also wer erinnert sich noch, ne? Mephisto-Run, Baal-Runs in den blutigen Hochlanden und so weiter. Das habe ich ja alles gemacht. Ich war ein richtiger Nerd. Ihr seht das gerade, ich habe es eingestellt. Name des Spiels ist Giga, maximale Spieleranzahl ist das Maximum 8. Wir machen keinen Charakterunterschied. Das heißt, jeder kann joinen, aber bitte seid echt krass. Ja, ansonsten schaffen wir das. Und ich krass fängt bei Level 98 an. Fast, ja genau, so ungefähr. So 90er soll das auf jeden Fall sein. Das wäre cool. Ja, also wenn es hübsch aussehen, eine Frau ist, vielleicht auch Level 80. Ja. Aber nur diese Ausnahme. Schwierigster Schwierigkeitsgrad, also wir schaffen das wahrscheinlich nicht, wir probieren es trotzdem. Und dann gehe ich auf Spiel erstellen, sage euch nur noch das Passwort. Und dann könnt ihr gerne mitmachen und ich denke mal, dann im nächsten Take legen wir dann Baal. Das Passwort ist nämlich genauso einfach wie der Name des Servers. Nicht Giga, sondern Passwort ist auch Giga. Joint dann mal einfach die ersten 8 bzw. 7, wenn wir das Glück haben. Und schauen wir mal. Da sind schon die ersten. Überbimbo, Spork, Jigga-Bruder, Kaila, Überbimbo, hat schon wieder was gesagt gerade. Und, oh, das sind viel zu viele gerade. Diablos Diener werden stärker und stärker. Viele, viele Leute. Nehmt die mal auf und mal eine Party hier einladen. Oh, wie... Ach, das erinnert mich. Ah, da werden Erinnerungen wach. An durchgezechte Nächte. Wahnsinn. Jupp. Durchgezechte Nächte. Ja. Gleich sind sie alle in meiner Party, müssen wir noch annehmen. Und dann legen wir los. Und zwar muss noch dazu gesagt werden, wir versuchen uns nicht zu Baal zu blinken. Ihr kennt das vielleicht, Profis machen das so, die gehen in Baals Dungeon und teleportieren sich dann hin zum Baal. Das ist aber lame und langweilig. Wir versuchen tatsächlich, uns dort durchzuschnetzeln. Also wenn wir denn tatsächlich dann zu Baal kommen, wartet am Anfang und lasst uns zusammen die Monster legen, damit wir auch hier was für uns diesen Sieg verdienen. Oder die Niederlage. Den hier, ja. Genau. Danke soweit. Schön, dass ihr gejoint habt und alle auch so stark seid. Schlechteste ist 86, der Beste ist 94. Nicht schlecht. Es sind auf jeden Fall Chancen da, den zu legen. Wir sehen uns gleich wieder mit einem großartigen Match gegen Baal. Jetzt nochmal nicht mehr vorwärts gucken, sondern zurückgucken. Dann sehen wir so Legenden wie Diablo oder Dennis Richtarski. Ah, da sind wir ja schon. Was für ein Timing. Bam. Wir sind haben uns versammelt. Ja, und ich würde gerne direkt loslegen, denn wir haben wenig Zeit. Schauen wir rein. Wir sind direkt im Weltsteinturm, Level 3. Und dort sehen wir schon alle versammelt. Es spielt mit Spork, Überbimbo, Sork with Mac, Spork, Rondaria, Jigga Brut, DDK, Prophet und Karelia. Und die legen jetzt alle los. Also, in welche Richtung probieren wir es als erstes? Ich würde sagen hier, oder? So, jetzt schön durchballern. Die Monster sind so dermaßen fies auf Hölle. Die haben Verzauberungen, sind immun gegen die meisten Zaubersprüche und ganz, ganz fiese Viecher. Ja, Dennis läuft ja erstmal durch hier sehr schön. Mit Feuerbällen heizt ihr allen ein. Ja, ich habe die Kombo Feuerball und Meteor. Okay. Und versuche mich ein bisschen hinten zu halten als Zauberer. Aber ich muss mich natürlich auch konzentrieren. Aha, ich sehe schon, der andere Zauberin hat hier noch das Blitzschild oder das Zitterschild hier nochmal. Nee, das Zitterschild ist meins, das muss ich. Oh, jetzt wieder neu. So, das ist gerade abgelaufen. Gut, dass du. War natürlich ein versteckter Hinweis. So, down. Wo sind die alle? Lauft nicht weg hier. Zusammenbleiben, Leute. Ah, ihr seid schon alle durchgegangen. Ja, von ganz schnell Sorte. So, kommen wir, ich warte noch hier auf, wer ist das? Ach nee, das ist nur mein Kollege. Ich habe mir einen gekauft, ich bin der langsamste hier wieder. Thron der Zerstörung, da ist er. Ja, wir müssen jetzt gerade nach oben, da kann man fast durchrennen. Oh, 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 ja, mehr oder weniger. Frost Nova, sehr schön. Jawohl, jetzt nochmal ganz, ganz fleißig hier mit Eissturm, Feuerball, wieder eine Frost Nova. Jetzt kommt ja auch noch Metia von Dennis, sehe ich gerade, jawohl. So, das sieht gut aus. Gehen die natürlich alle mit Energie, mit Auren und so weiter, gehen die natürlich hier vorwärts.
ganz, ganz wichtig, Paladine. Nach wie vor habe ich mir heute auch sagen lassen, von unserem Experten, der heute bei uns in der Redaktion war, Hammerdine sind nach wie vor die beliebtesten Charaktere. Ich habe was vergessen übrigens. Also ich bin heute sehr großzügig. Leute, wenn wir das schaffen, schenke ich euch allen Conan Beta Keys. Ich habe noch ein paar. Ich muss sie gleich mal zählen. Vielleicht liegen ein paar von euch da draußen, die jetzt nicht mit dem Spiel sind, auch welche ab. Bleibt einfach dran. Ich gucke gleich mal nach. Ich bin auch ein bisschen hektisch, weil so viel Gewusel, da weiß ich mal gar nicht, wer jetzt hinter ist. Da ist er, so, die erste Welle geht gleich los. Genau, jetzt kommen hier erstmal Tausende von Gegnern. Ich glaube, 5, 6 Wellen sind es, ich weiß nicht mehr genau. Da sind sie! Da sind die ersten und die muss man jetzt alle überstehen. Und dann kommt man letztendlich am Baal ran. Der verschwindet natürlich durch das Portal da hinten. 5 Wellen sind es, danke. Da kommt die nächste! Alles brennt, bisschen noch was vergiftet natürlich. Ja, zum Glück habe ich so eine krasse Mana-Regeneration, dass ich da überhaupt nicht drauf achten muss. Ja, da kommt die nächste Welle. Kein Meteor, sagen die Jungs. Kein Meteor, okay. 5 Wellen, jede Welle symbolisiert einen Akt. So, ich halte da mal einfach drauf. Viel erkennen kann man eh nicht mehr. Wahnsinn, ist das ein Gewusel. Oh, jetzt kommen, ich glaube, das sind die Jungs aus dem 4. Akt, die wir gerade gesehen haben. Die haben aber schnell gelegt. Jetzt kommt die letzte Welle und das ist natürlich auch die härteste. Also jetzt wird richtig spannend. Da ist sie. So, das sind Lister der Quäler. So heißen die und Diener der Zerstörung. Was ja auch immer lustig ist, das war jetzt gerade ein Elite-Boss, den du da gelegt hast. Die haben ja so einen Namensgenerator in Diablo 2. Da kamen zum Schluss immer sehr, sehr lustige Namen dabei raus. So, jetzt, Baal verpisst sich jetzt durch das schöne Portal. Jo, wir folgen ihm. Komm, los rein, Jungs. Rein da, jawohl. Jetzt sind wir in der Kammer des Weltsteins. Da hinten sehen wir ihn im Hintergrund. Hinter. Komm, Baal, aufs Maul. Der ist gleich weg. Ja, der ist tot. Ist vorbei. Ja, zu 8 geht das. Aber der hat sich jetzt natürlich dupliziert. Den gibt's ja, ich glaube, in mehrfacher Ausführung. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Da schreit er. So, Paul, du Eimer, das war's wohl. Geh doch mal da nach rechts oben über die Brücke. Ich glaube, da dürfte jetzt Party abgehen beim Weltstein. Ja, wir haben die Seelen der Gequälten befreit. Jetzt wird er noch gefragt, ob wir das Kau-Level noch machen können. Für Sie haben wir noch Zeit fürs Kau-Level? Ich glaube nicht. Haben wir noch? Okay, ja los, dann machen wir Kau. Ich höre gerade, der Chris aus der Regie sagt schnell ja. Schnell zurück übers Townportal, das hier links aufgegangen ist. Ah, da links ist es. Okay, das haben wir gerade schon vorbereitet. In den Wegpunkt, jawohl, in den ersten Akt zurück. So, hier rein, zack. Akt 1, Lager der Jägerin, jawohl. Das Cool-Level ging nämlich erst auf, wenn man Foliant des Townportals und der Wurik's Bein, das man in einer Stadt, die mir gerade entfallen ist, findet. Nicht den König töten jetzt. Wenn das du lustige Königskuh tötest, dann kommst du nicht mehr rein. Das Kau-Level gibt es nur, weil es im ersten Diablo-Teil das Gerücht gab, es soll ein Kau-Level geben, den es natürlich nicht gab. Aber das Gerücht war so vehement und hat sich so stark verbreitet. Viele haben das wirklich geglaubt und es wurde nie richtig beantwortet, dass sie das einfach im zweiten reingebaut haben. Das Kau-Level tatsächlich. Finde ich eine lustige Geschichte. Und die geben halt so viel XP. Und das ist einfach eine lustige Sache. Tristram heißt die Stadt. Dankeschön. Unstalk with Mega MF. Wie bitte? MF will ich jetzt nicht. Entzieht sich jetzt mal meiner Sprachkenntnis, wie so vieles. Mumu Friend. Also Mu Friend meine ich. Also Kau. So. Kau Friend. So. Ja, da haben wir das Kau-Level nochmal gesehen. Magic Fun. Aber sehr schön, wir haben großartig Ball gelegt. Das war unser Tagesziel. Yeah! Yeah! Das bedeutet, ihr kriegt alle, Wahnsinn. Die ihr da seid, könnt mir eine E-Mail schicken und ihr bekommt dann, nee, gar nicht, ihr schreibt in die Comments, ich mach da gleich einen Thread auf. Der nennt Thread? Sich Conan der Barbar Thread. Und Thread im Comments-Bereich unter dem PC und dort postet ihr alle eure E-Mail-Adressen rein. Ich glaube, ich habe noch haufenweise Keys und die kriegt ihr Giga, alle. Giga-Bruder fragt noch, kann man die Sendung irgendwo nochmal angucken? Auf nee. Giga.de im VOD-Bereich. Wow. Mann, bist du smart. Das musst du mir mal zeigen, Mann, bei Gelegenheit. Mann. Ja, und, easy going. Übrigens hier, zu Ehren dieses krassen Anlasses, dass die beiden hier den Ball getötet haben, gibt es jetzt auch einen Schokoriegel. Den Ball ist tot. Ball ist tot. Was ist die Balliste? Werbung.